Jetzt müsst du schon speichern. Und so langsam haben wir jetzt ja schon recht viel erkundet. Aber es gibt da eben noch einen großen Teil von der Hafenstadt, wo wir noch nicht waren. Also keine Sorge. Und außerdem können wir auch noch mal zu, oder können wir überhaupt zu, wie heißt der, Carlos, glaube ich, dem Chief in der Hood Hafenstadt. Gehen wir mal nach da vorne. Und das wird mit Sicherheit auch eine sehr interessante Begegnung werden. Aber trotzdem ändert es nichts daran, dass wir so langsam wirklich das meiste der Hafenstadt erkundet haben. Hallo. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar? Verstehe. Wer ist Sonja? Sag bloß, du kennst Sonja nicht. Was bist du denn für einer? Donna Sonja ist mein Boss. Ihr gehört das Bordell am westlichen Hafenkai. Ah ja. Du bist das bezauberndste Wesen, das ich je gesehen habe. Oh, danke. Das war das Netteste, was mir ein Mann jemals gesagt hat. Du bist nicht so wie die anderen. Du weißt, wie man mit einer Frau umgeht. Haben wir gerade wirklich ihr Wolfsfell mitgenommen? Quasi von ihr entfernt? Ich will ja nichts andeuten, aber habe ich schon mal gesagt, dass diese Aufnahme etwas komisch ist? Eine Hornmuschel, naja gut. Kann bestimmt auch noch ihren Verwendungszweck finden. In gewissen Praktiken. Aber jedem das Seine, ganz wie einem beliebt. Guten Tag. Hey du, was lungest du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Alter, was zur Hölle ist los heute? Das geht doch nicht. Hallo, Dick, wie geht's dir? Ich wusste nicht, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Erzähl keinen Unsinn, du Schwachkopf. Was glaubst du, warum ich hier Wache halte? Weil du doof bist vielleicht? Ah, nee, du bist Dick. Da, weiß nicht, 70... Ja, 100? Mit Rüstung. Was genau bewachst du hier? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Pass bloß auf. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov. Einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Aha. Ist nicht wahr. Ja, seine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Seine Pfeife frisst er zum Frühstück? Ich kann mir nicht... Ich denke nicht, dass das gesund ist, wenn er seine Pfeife frisst. Was ist mit Romanovs Mannschaft? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Warum bist du es da nicht? Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel. Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Ja, solange man das Geld bekommt und so, passt doch. Ich will mit Romanov sprechen. Du machst mir Spaß. Das kannst du vergessen. Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Besorge dir Dicks Zellenschlüssel. Was willst du haben? Jeder andere Arsch der Stadtwachen amüsiert sich abends in den Kneipen. Oder geht in Sonjas Bordell. Aber ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Ich stehe hier draußen schon seit Tagen bei Wind und Wetter, wie so ein gepeinigter Köter. Das geht mir ganz schön gegen den Strich. Das kann ich dir sagen. Wenn sich wenigstens eins der Freudenmädchen hier draußen mal sehen lassen würde. Ich könnte dir ja Nico vorbeischicken, der würde das sich ja auch machen. Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Dafür lässt du mich mit Romanov sprechen. Na gut, abgemacht. Beeil dich aber damit. Sonst setze ich hier noch Moos an. Wahrscheinlich nicht nur und das. Und sie ist schäbig wie die Nacht. Da wird nichts aus unserem Geschäft, klar? Kannst ja die Augen zumachen, denn. Und? Alles in Ordnung? Der Letzte, der versucht hat, dir was zu klauen, hat ordentlich Prügel kassiert. Also halt deine Finger bei dir. Den Zellenschlüssel hätten wir jetzt natürlich mitnehmen können, aber den kriegen wir später wahrscheinlich sowieso noch, wenn wir ihm denn das Freudenmädchen vorbeischicken. Aber solange es eine Quest ist und wir dafür Erfahrung kriegen,
können wir das ja getrost machen. Warum kann ich mit dem eigentlich nicht hier durchs Fenster kommunizieren? Hallo, Romanov. Oh. Naja, gut. Ich denke da schon mal direkt an die Annika, hieß sie, glaube ich, die wir gerade betrachten durften. Die wird sich doch sicher mit dem Dick zufrieden geben, oder? Naja, sie kriegt den Dick auf jeden Fall später. Alter. Ich kann nicht mehr. Ich könnte deine Dienste brauchen, die Zellenwache am Hafenkai. Hör zu. Erst das Gold, dann das Vergnügen. Bezahl mich bei Donna Sonja. Dann reden wir weiter. Na gut. Kommt drauf an, wie viel es kostet. Ach, ein Anker. Ich dachte gerade, es wäre eine Spitzhacke. Geil. Hui. Hui. Hey. Oh, ja. Schwimm doch. Na komm, steh auf. So schlimm war es jetzt auch nicht. Eine Hornmuschel, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach, nur da auf der anderen Seite. Na gut. Aber dann spoilere ich hier gerade mit der Umgebung. Wir müssen noch von da vorne kommen. Das geht natürlich nicht. Und da ist schon wieder eine Kiste. Können wir die öffnen? Nein. Aber hier. Schatztruhe. Vom Schlösserknacken. Natürlich nicht. Was kannst du eigentlich? Schleichen, aber auch nur dann, wenn jemand hinguckt. Mit schön Fliegen drauf. Und einer Fackel daneben. Ist bestimmt ein schöner Geruch hier, ne? Rodriguez. Heda, Fremder. Wenn du Fleisch haben willst, musst du dafür bezahlen. Wenn du kein Gold besitzt, Meister Belschwur verteilt einen Topf an die Armen. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache das Schlachthaus. Das Fleisch der Kühe ist unsere härteste Währung. Also komm nicht auf dumme Ideen. Wir bewachen es mit der gleichen Sorgfalt wie die Artefakte. Auch wenn wir nicht alle Einbrüche in der Stadt verhindern können. Gibt es viele Einbrüche? Erst vor kurzem wurden 3 Häuser ausgeraubt. Entschuldigung. Und was habt ihr unternommen? Wir versuchen, die Banditen im Auge zu behalten. Oha. Machen wir uns nichts vor. Sid steckt hinter den Einbrüchen. Du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Es scheint offensichtlich. Nur leider kann ich es ihm nicht nachweisen. Woher willst du dann wissen, dass er es war? Ich kenne ihn. Er ist ein Bandit. Woher kennst du Sid? Von früher. Ich gehörte mal zur Bande des Don. Aber in der Festung habe ich erkannt, dass der Weg der Banditen falsch ist. Jetzt kämpfe ich für die Gerechtigkeit und für Inquisitor Mendoza. Bist du denn so lange entlang gegangen, bis du zu einer Sackgasse gekommen bist, oder was war da los? Und was hast du jetzt vor? Ich will, dass die Einbrüche untersucht werden. Aber ich werde die Fleischerei nicht unbewacht lassen. Deshalb brauche ich einen tüchtigen Mann. Was ist mit dir? Es wäre eine Chance für dich, dem Orden Ehre zu erweisen. Na. Außerdem bin ich ermächtigt, allen, die mir helfen, eine Belohnung zu geben. Wie hoch ist denn die Belohnung? Du bekommst 150 Goldstücke, wenn du die Einbrüche aufklärst. Nein, danke. Lass mal. Wenn du deine Kuh suchst, bist du ja falsch. Hier gibt es nur tote Kühe. Und die sind Eigentum des Ordens. Oh, ich suche keine Kuh. Dem Gürger sei Dank. Das Letzte, was ich heute noch gebrauchen kann, ist ein zeternder Bauer. Wieso? Die kommen hier rein und behaupten, ich hätte ihre Kuh gestohlen. Dabei geschieht ja alles nur auf Anordnung des Ordens. 2 Stunden Gelaber für nichts. Frag mal Mo, der kann ein Lied davon singen. Hier gibt's anscheinend nicht nur tote Kühe, sondern auch ein paar tote Gehirnzellen, so wie es aussieht. Wer ist Mo? Mein Gehilfe. Er macht gute Arbeit und hat viel zu tun.
Also ärgere ihn nicht. Du verdienst hier bestimmt eine Menge Gold. Das Schlachthaus ist eine Goldgrube. Aber der Gewinn geht fast komplett an den Orden. Ich werde nur fürs Schlachten bezahlt. Wenn du mehr wissen willst, musst du nach nebenan gehen und mit Baxter reden. Er führt die Bücher. Ich bringe ihm jeden Abend die Kasse und bekomme meinen Lohn. Wo könnte ich nur Baxter finden, weißt du das? Ich suche Baxter. Der ist im Haus nebenan. Dort ist das Büro. Kann ich hier Fleisch kaufen? Wir sind ein Schlachthaus. Natürlich kannst du hier Fleisch kaufen, wenn du zahlen kannst. Ich habe Fleisch am Stück und Wurst. Lass uns handeln. Und noch ein paar andere Sachen, so wie es aussieht. Schöpfkelle, Pfanne, Wurst. Nur zum Kochen. Ach, Zwiebeln. Was lese ich da? Wurst. Nur hohes Fleisch, gebraten Fleisch, Einhopf, Ragout. Gut. 10 Lebenspunkte. Richtstab. Mit dem Stab werden wir sicher nie kämpfen, oder? Aber sieht ganz nice aus. Kommt aber trotzdem weg. Ansonsten, hier haben wir noch ein Kriegsschild. Der eine kann weg. Dann haben wir hier noch Bratpfanne, Schöpfkelle, Besen, Hauernmuscheln, Rüstungsplatten kommen weg, Messer kann weg, Säge, was weiß ich, Ogerkeule für 4, naja. Können wir ja auch noch aufmachen. Das Zeug, das brauchen wir. Uns fehlt noch ein Wildschweinfell, verdammt. Aber das werden wir uns sicher irgendwo herklauen können. Zähne. Ja, komm. Schale eines Nautilus behalte ich mal. Schriftstücke sowieso. 148, passt. Das ist zu riskant. Verdammt. Ist wahrscheinlich der Tresen dazwischen. Wo haben wir es denn jetzt hier? Wir haben Werkzeugbeutel. Goldbeutel, ein schmaler Beutel. Wiegt nicht viel. 25 Gold, immerhin. Das waren doch schon alle Beutel, die wir haben. Steaks und Zwiebeln, ein Kochbuch. Das schreibe ich mir mal ab. Du kannst schreiben? Oha. Hi, ich bin der Mo. Hi, ich bin der namenslose Held. Was machst du hier? Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle, halte die Fleischerei sauber, koche das Fett ein und hol die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag, also wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Ja, manchmal. Machen meistens ein Riesentheater. Aber was sollen wir machen? Wir müssen die Kühe schlachten. Ich versuche, mich da immer rauszuhalten. Ich habe genug zu tun. Habt ihr noch ein paar Felle? Ja, ein paar alte Felle habe ich noch. Hier, bitte, Wildschwein. Kannst sie haben. Sag mal, du brauchst die doch nicht für Baxter, oder? Ja, eigentlich schon. Na, das gefällt mir. Die Felle gehörten eh schon Baxter. Aber das muss er ja nicht erfahren. Hau schon ab. Ich mag den Mo. Was denn? Ach, halt die Klappe. Was hat denn das jetzt eigentlich abgeschrieben? Ragout, oder? Na, nochmal Fleischtopf, oder wie? Da haben wir das jetzt... Wir haben das zweimal. Wie kann man das... Für 2 kann man es verkaufen. Fass hier bloß nichts an. Ja. Oh, ein Schrank. Alter. Ich trau dir nicht. Vielleicht 2 auf ich einmal. Ich werde dich im Auge behalten. Ja, ist gut. Kann man später nochmal reinschauen.